Hallöchen, ihr lieben Pixel da draußen. Ja, heute ist es wieder soweit. Eine neue Trucker-Meinung. Wird ja auch Zeit. Der Typ kriegt das mal auf die Reihe, da was rauszuhauen. Ja, irgendwie ist das wirklich so, dass das ein bisschen untergeht. Ja, unser heutiges Thema sind nicht irgendwelche überdimensionalen Penisse. Nein. Auch keine überdimensionalen Vaginas oder Titten. Nein, heute geht es um Spiele. Was auch sonst? Der Typ haut ja eh nichts anderes raus als Spiele, ja. Ja, es geht im Prinzip darum, wie sich die Spieleindustrie entwickelt hat. Da bin ich ja momentan schon mehrfach, sag ich mal, drüber gestolpert, sag ich mal. Und ja, es geht einfach, soll heute darum gehen, dass ich finde, dass Spiele immer weniger, ich sag mal, Content bieten. Ne? Es ist einfach immer dasselbe. Man hat es am besten gesehen, denke ich, letztes Jahr oder dieses Jahr, keine Ahnung, wann genau es war oder so ein Zwischending. Zumindest dieser Bogen, ja, er kam in fast jedem verfickten Spiel vor. Tomb Raider, Crisis. Dann hört es bei mir schon auf. Und so weiter und so weiter. Nein, was ich damit sagen will, ist einfach, momentan ist es wirklich so, denke ich. Nee, es ist einfach nur noch Geldmacherei und das braucht man auch nicht leugnen. Ich meine, what the fuck, ja? Einer hat mal einen Bogen reingebracht, cool, fand ich ganz lustig. Dann kam der zweite, ja gut, kann man auch noch vertragen. Dann kommt der dritte und so weiter und so weiter. Alle steigen so auf diese scheiß Bogendinger, ja? Da denke ich mir, what the fuck? Die haben alle einen Pfeil im Knie. Alle. Alle haben sie es verdient. Ja, es geht aber nicht nur darum. Es geht generell halt um die Spiele an sich, ne? Dass ich denke, heutzutage zahlt man wirklich nur noch für Grafik. Es ist einfach so, ja. Bestes Beispiel sind dafür eigentlich hier Battlefield oder Crysis, ja. Bei Battlefield ist es wirklich so, hier Singleplayer, zack, 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 machst du die Kampagne mal eben schnell durch. Das hast du in ein paar Stunden und das war's dann auch schon. Dann gibt's noch Multiplayer, pipapo, aber der bietet lang nicht so gute Grafik wie der Singleplayer, ja. Und ja, es ist im Prinzip auch immer nur dasselbe, ja. Du schnappst dir deine Waffe, ballerst rum, ballerst die Gegner kaputt, bevor sie dich kaputt ballern. Mehr ist das alles bei Shootern wirklich nicht mehr. Es ist langweilig, finde ich. Früher waren die Spiele wirklich so, du hast es durchgespielt, dann hast du es noch mal durchgesuchtet, weil dann irgendein Geheimdingens da war. Dann konntest du, was weiß ich, über 100 Charakter freispielen. Heutzutage ist da nichts mehr. Was haben wir heutzutage? Yay, wir können entscheiden, wie die Spiele enden. Aber das ist auch nur in sehr seltenen Fällen der Fall, ja. Grafik hat sich zwar super gebessert, aber Innovation gleich null. Es ist halt einfach immer dasselbe. Es kommen keine neuen Ideen mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist die Menschheit einfach zu dumm, irgendwas Neues zu entwickeln. Ich weiß es nicht. Man munkelt es einfach nur. Und das finde ich echt schade, ja. Ich meine, kann man nicht irgendwie beides schön verpacken und ein Spiel verkaufen. Ich meine, what the fuck, 50 bis 60 Euro für ein neues Spiel, was dann 5 bis 6 Stunden Spielzeit hat. Schätze ich mal, ja. Das, denke ich, ist so momentan der Durchschnitt. Wobei es könnte auch mehr werden. Aber es ist halt wirklich einfach so, diese Spiele, die sind einfach darauf ausgelegt, ich spiele das jetzt durch. Und dann fertig, ja? Klar, man hat noch die Achievements, aber seid mal ehrlich. Bei Assassin's Creed, ja? Diese verdammten Trophäen, ja? Ich hab mir an die, beim jedem Part, bei jedem Teil vorgenommen, hey, komm, bei diesem Assassin's Creed Part, da machst du hier Platin-Trophäe, ja? Fing ganz gut an, hast du alles super geschafft, 100% Synchronisation und so weiter und so fort, ne? War ja der größte Bestandteil eigentlich. Fand ich für mich.
Und ja, dann kam die erste Mission, wo du denkst, oh Gott, nee, das kannst du später machen, nicht? Das überspringst du erstmal und dann machst du es später. Und ja, dann machst du einige Missionen eben nicht, überspringst die und ach, spätestens bei der Hälfte von jedem Spiel habe ich mir dann gedacht, nee, komm, lässt du sein. Platin-Trophäe brauchst du nicht, hast du noch gar keine, also warum auch? Du bist nur Gelegenheits-PS3-Spieler. Mehr brauchst du da auch nicht, ja? Und fuck. Ja, es kommt wirklich nichts mehr Neues und das finde ich wirklich extrem schade. Ich meine, es gibt mittlerweile so viele Spieleentwickler, ja? Die Spieleindustrie, die boomt ja quasi mit ihren ganzen Indie-Spielen. Wenn ich mir dabei denke, weißt du, Slender war eine wirklich klasse Sache. Es war halt eigentlich auch immer dasselbe, ja. Aber sie hat nichts gekostet. Sie hat sich verbreitet wie sonst was. Ja, und dann kommen irgendwelche Vollhonks. Ich glaube, es sind sogar die Entwickler und machen daraus ein kostenpflichtiges Spiel. Slender the Arrival. Und was ist da neu? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht gezockt. Zumindest weiß ich, dass man Seiten suchen muss und dann noch mehr, noch irgendwas suchen muss und dann, glaube ich, noch irgendwas suchen muss. Korrigiert mich, falls das falsch ist. Ja, aber ich finde wirklich, nee, die Spieleindustrie hat einfach nichts Neues zu bieten. Wirklich. Fast gar nichts. Fast. Ich sage extra fast, weil ab und zu finde ich es wirklich nett, was die Entwickler da machen. Aber speziell bei so High-End-Grafik, bei solchen Spielen. Ja, sie legen Wert auf Grafik, aber was von der Story her ist, gut, einige Inhalte können vielleicht ganz gut sein, aber der meiste Bullshit ist halt eben nicht so, ne? Deswegen finde ich es cool. Also ich bevorzuge mittlerweile wirklich die Indie What the fuck Spiele. Entschuldigung für das What the fuck. Denn ja, da denke ich, da die meisten ja wirklich nicht auf Grafik gehen, dass die auf jeden Fall noch viel, viel bessere Inhalte haben. Finde ich persönlich, ja. Also es ist halt. Sie haben Easter Eggs, viel, viel mehr. Ja, die meisten, die findet man gar nicht, wenn man nicht irgendwie googelnd tut oder explizit danach sucht. Und generell, also The Binding of Isaac hat ja auch zig Stunden, ne? Fängst damit an zu zocken, bist echt wirklich scheiße, kommst nicht ziemlich weit, ja. Und machst halt weiter, spielst neue Charakter frei, währenddessen schon, allerdings nicht alle, und dann kommt sie halt irgendwann der Punkt, wo du diese Mama besiegen tust. Ich persönlich habe sie noch nicht geschafft, aber ich habe auch nur ein paar 30 Stunden Spielzeit, ne? Also ich bin Kackbuhn da drin. Und dann ist es ja noch lange nicht vorbei. Wenn du den ersten Boss besiegt hast, hast du den zweiten Boss, glaube ich, erstmal freigeschaltet. Dann musst du das ganze Spiel nochmal durchspielen, was halt im Prinzip bedeutet, dass der erste Boss nochmal gekillt werden muss. Dann kannst du den zweiten töten. Und dann kommt, glaube ich, noch ein dritter. Und dann gibt's halt noch die ganzen Charakter, die du freispielen kannst. Kannst alle Items finden, was ja auch extrem lange dauert, weil es sind halt arsch viele. Und dann gibt es noch die Achievements, wobei man ja sagen muss, heutzutage wird weniger Wert darauf gelegt, dass man alle Achievements macht. Zumindest bei Steam finde ich das der Fall. Du spielst ein Spiel, zockst es durch, zockst es vielleicht danach nochmal ein bisschen, weil es eben Spaß gemacht hat, aber irgendwie, also ich persönlich muss sagen, welches Spiel habe ich, nachdem ich es durchgespielt habe? Ja. Nochmal angerührt. Ich glaube gar keins. Nö, ich glaube wirklich überhaupt keins. Und ja, finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Jetzt wurden wir hier auch noch abgeschleppt und ich habe im Prinzip eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Mann, warum musste der Unfall jetzt passieren und nicht 2 Minuten später? Dann hätte ich aufgehört. Ja. Es ist halt einfach hier.
nimmt so, wie es ist. Und ja, ich mache hier, glaube ich, noch fertig und dann ist es fertig. Und hier heißt es Abschied nehmen von meinen getreuen Pixeln. Und würde mich freuen, wenn ihr mir sagt, was ihr darüber denkt, wie ihr das Ganze seht, ob die großen Publisher halt wirklich nur auf die Geldschiene geraten sind oder eben nicht. Und oder was weiß ich was. Ja, teilt es mir einfach mit und ich würde mich freuen, wenn ihr auch einen Daumen nach oben geht oder es eben teilt, damit eure Freunde auch erfahren können, was für eine Meinung ich über den ganzen Scheiß hier habe. Bis dann, haut rein, macht's gut.